Tag 2 im Trainingslager in Österreich und der begann für die Mannschaft schon sehr früh. Noch vor dem Frühstück hieß es für alle ab auf den Sportplatz und Läufe absolvieren. Eine knappe halbe Stunde sprinteten Martinia, Lohkemper und Co. von einer Grundlinie zur anderen. Grundlagenausdauer war das Zauberwort, was die Laune aber dennoch nicht trüben konnte. Um 10.30 Uhr stand dann die erste Einheit mit Ball auf dem Programm. Weniger intensiv wurde es aber trotzdem nicht. Vor rund 60 mitgereisten Fans ging es ebenfalls knackig zur Sache. Vor allem das Spiel gegen den Ball stand auf der Tagesordnung. Wir sind direkt um 7.30 Uhr auf dem Platz oder 7.15 Uhr am Platz gewesen mit Läufen. War schon ein schöner Tag, schöner Start in den Tag. Und dann haben wir heute Nachmittag eher den Fokus auf gegen den Ball gelegt. Beziehungsweise heute Vormittag und heute Nachmittag haben wir nochmal ein Vollgas-Turnier gemacht. War schon sehr anstrengend bei den Temperaturen hier, also war ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber wir können zufrieden sein, glaube ich. Beim 7 gegen 6 sollte eine Mannschaft das Spiel gestalten, während das andere Team geschlossen das Gegenpressing trainieren und möglichst keinen geordneten Spielaufbau zulassen sollte. Gerade das wird auch in den kommenden Tagen weiterhin auf dem Trainingsplan stehen. Man geht eigentlich alle Schwerpunkte durch, also von gegen den Ball, mit Ball und am besten, dass man das halt auch dann gut kombinieren kann. Heute war da was vormittags auf dem Plan und wir versuchen das halt dann auch schon in den nächsten Testspielen, morgen zum Beispiel gegen Hartberg, umzusetzen. Gegen den österreichischen Erstligisten werden die Beine vermutlich etwas schwerer sein, nach 3 Einheiten am Vortag. Trotzdem soll im Testspiel die Intensität mit und ohne Ball hoch sein und der innere Schweinehund überwunden werden. Das zumindest erwartet der Trainer von seinem Team. Ja, also ich glaube, Spiele macht eigentlich am meisten Spaß, also da freut sich eigentlich jeder Spieler drauf und wir versuchen natürlich auch das umzusetzen, was der Coach von uns sehen möchte. Am besten das, was wir heute Morgen oder heute Vormittag trainiert haben, um uns da einfach weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt bei den Testspielen, dass wir das umsetzen, was der Trainer sehen möchte. Für Lohkemper ist es die erste Sommervorbereitung seit fast 2 Jahren, die er komplett mit dem Team absolvieren kann. Gerade zum Ende der vergangenen Saison hat sich der 28-Jährige wieder in guter Form gezeigt und möchte diese natürlich auch weiterhin bestätigen. Ja, erstmal war ich froh, dass ich letztes Jahr eigentlich gar keine Probleme hatte mit meinem Schambein. Also ich konnte jedes Training durchziehen und jetzt wieder eine volle Vorbereitung mit der Mannschaft dabei zu sein, ist richtig geil. Wir haben super Bedingungen hier und gut, es ist zwar der erste oder der zweite Tag, aber auch wenn der sehr knackig war, macht es sehr Spaß. Beim Abschlussturnier am Nachmittag war Lohkemper übrigens Teil des Gewinnerteams. Ein zusätzlicher Grund, warum der zweite Tag in Österreich nicht nur für ihn ein erfolgreicher war. Trotz dreier anstrengender Einheiten.